Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blauer Fuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir befinden uns aktuell in Herzhofen und quatschen uns hier durch die Bewohner. Guten Tag. Ach ja, er hatte schon erzählt, dass der Kinderwagen sich viel leichter anfühlt. Ich erinnere mich. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin, ne? Knusperei. Leckere Knospe versüßen das Leben. Jetzt werden wir endlich rausfinden, was das genau ist. Ich bin auch so aufgeregt wie ihr, ja. Hallo. Hallo. Hier kannst du durch das Kochen von Beeren Knospe zubereiten. Kochen? Ah, okay, warte. Erstmal eine Erklärung. Schau einfach vorbei, wenn du wieder in Kochlaune bist. Erklär mal ein bisschen. Wirf Beeren in den Topf und fange an, in Richtung der Pfeile zu rühren. Du musst schnell sein. Rührst du zu langsam, brennt es an. Rührst du allerdings zu schnell, kocht die Masse über. Sei also vorsichtig. Wenn du alles richtig machst, stellst du so einen leckeren Knusp her. Man kann übrigens auch am Platz der Treue Knuspe herstellen. Aha. Alles klar, reicht mir erstmal. Hallo? Hey du, lass uns gemeinsam den Kochlöffel schwingen. Ich erkläre dir gerne, wie du leckere Knuspe für deine Pokémon zubereitest. Zu Beginn musst du den noch flüssigen Teig vorsichtig umrühren, damit er nicht überkocht. Rühre kräftiger mit kreisenden Bewegungen, sobald der Teig etwas fester wird. Zu guter Letzt wünschst du dir noch, dass der Knusp so richtig lecker wird und rührst, was das Zeug hält. Okay. Moin. Gute Ernährung gibt Energie und macht froh. Das gilt für Menschen und Pokémon gleichermaßen. Soll ich ihm erzählen, dass ich gerade wieder einen Pizzateig umgehen habe? Ich habe gestern tatsächlich jetzt, ich habe noch einen, bin ja so ein absoluter Pizza-Fan und backe leidenschaftlich mit viel Elan und Liebe Pizza und tüftel immer noch am optimalen, bestmöglichen Teig und versuche mich so nah es geht an den original napoleonischen Pizzateig heranzuarbeiten. Den natürlich aber ein bisschen abzuändern, weil ich möchte nicht eine original napoleonische Pizza machen. Die ist halt in der Mitte sehr dünn und dann ist da mehr so, ist ja nur Tomate, Mozzarella und dann ist fertig. Wir legen da schon ein bisschen mehr drauf. Deswegen kannst du nicht das Original nehmen. Der ist dafür einfach nicht gedacht, dass man den so zuballert, wie wir das hier tun. Und bin da am rumoptimieren. Und habe heute jetzt mal ein komplett neues Rezept und einen komplett neuen Ansatz ausprobiert. Habe mir extra so eine Plastikbox geholt, wo Teiglinge drin dann gehen können, bevor sie verbraucht werden. Also so wie im Restaurant, Alter. Und Alter, oh, ich sag's euch, es fühlt sich bereits ausgezeichnet an. Ich bin sehr gespannt, was da heute bei rumkommt. Also, wenn ich dran denke, mache ich diesmal ein Bild. Ich erzähle das in meinen Let's Plays, dass ich ein Bild mache und auf Discord poste und dann vergesse ich es immer, weil man es dann doch aufgegessen hat schon. Aber ich versuche diesmal heute dran zu denken. Zurück zum Game. Hast du zufällig ein paar Beeren mit dabei? Für gute Knuspe brauchst du seltene Beeren. Pass auf, dass du nichts verschüttest. Je geübter du bist, desto leckerer werden die Knuspe. Ich hab's super leid, wenn es hier ums Essen geht, ne? Lass uns auch mal einen Knusp machen. Okay, los geht's. Ich möchte bitte eine... Die... Und eine Fragia-Beere und eine Nana-Beere. Ja. Okay, los geht's. Hab da ein gutes Gefühl. Oh, andere Richtung. Schön und wieder drehen. Nicht, dass hier was anbrennt, ne? Und in der andere Richtung drehen, ja. Und drehen und drehen und drehen. Das sieht doch schon lecker aus. Oh oh. Ah, oh! Bisschen was ist verbrannt, aber nur ein bisschen. Das geht noch. Das geht noch, das geht noch. Ja, ein bisschen leichtes Knusperaroma, ne? Du legst das Gebäck in die Knuspbox. Möchtest du weitere Knusper kochen? Nö, das passt schon. Okay, danke. Das war ganz nett. Das können wir auf jeden Fall noch optimieren, unsere Knusp-Koch-Zubereitungsqualitäten. So, guten Tag.
Als ich einen Wasserstein auf mein Pokémon angewendet habe, hat es sich entwickelt. Dann war das bestimmt ein Evoli. Hallo? Ist das eine Kirche oder wo? Sieht aus wie eine Kirche. Was ist das für eine Kirche? Egal ob Mensch oder Pokémon, es ist völlig normal, dass wir alle verschieden sind. Beurteile ein Pokémon deshalb nie nur nach seiner Stärke, sondern suche auch nach seinen inneren Werten. Sie sind es, was wirklich zählt. Okay, absolute Stille hier. Es gibt Wörter, die zwar ein jeder leichtfertig in den Mund nimmt, deren Bedeutung jedoch nur die wenigsten zu erklären vermögen. Diese lauten Liebe und Freude. Können wir nicht miteinander reden? Doch. Einsamkeit ist ein ganz natürliches Gefühl, das es uns erlaubt, Mitgefühl zu empfinden und auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Gleichzeitig ist das Leben selbst die beste Medizin gegen eben diese Einsamkeit und jeden Verdruss. Und natürlich auch die Zeit, denn diese heilt bekanntlich alle Wunden. Reichen Menschen und Pokémon einander die Hände, sind alle glücklich. Es bringt uns näher zusammen, denn wir leben schließlich alle in ein und derselben Welt. Näher noch, Team Galactic möchte auf jeden Fall in irgendeine andere Welt reisen, habe ich das Gefühl. Es ist schon ein wundersamer Kreislauf. Schöpferische Arbeit ermüdet den menschlichen Geist und laugt ihn aus. Doch kaum, dass dieser sich erquickt hat, kommt erneut der Wunsch auf, etwas Kreatives zu erschaffen. Hier finde ich die Ruhe, um über meinen Vater und meinen Sohn sowie das Leben allgemein nachzusinnen. Die Pokémon und ich sowie die Welt, in der wir leben, sind wiederum Teil der Natur um uns herum. Ja, dann ich will dich auch nicht weiter stören, ne? Schön weitermachen, Leute. Tschüss. Es ist tatsächlich eine Kirche. Okay. Der Sinn meines Lebens besteht darin, in meiner Geheimbasis in der Untergrundhöhle eine Statue an die nächste zu reihen. Ja, gönn dir, ne? Es gibt so viele Sticker, die man auf Ballkapseln kleben kann. Wie soll ich mich nur entscheiden? Ja, einfach würfeln, ne? Nach meiner Hochzeit möchte ich gerne in Herzhofen leben. Aber mein Freund will nach Schleiede ziehen? Allein wegen des Einkaufszentrums dort. So ein richtiger Konsument, wa? Als ich mit meinem Pachirisu auf dem Platz der Treue spazieren war, habe ich einen niedlichen Sticker gefunden. Den werde ich an Pachirisus Ballkapsel anbringen. Meinst du, dass es dadurch noch anmutiger wird? Ich denke eher, dass es dadurch noch niedlicher wird. Platz der Treue, Westtor. Geh mit deinen Pokémon spazieren. Moin! Hast du schon den Globus in der globalen Wundertauschstation in Jubelstadt gesehen? Ich kann ihn dir nicht wirklich erklären, aber er ist einfach fantastisch. Oh, das ist doch schön. Hallo! Hast du eine Knurrsbox? Falls nicht, musst du unbedingt den Pokémon-Fanclub besuchen. Ich habe tatsächlich eine Knurrsbox. Wie es scheint, ist die Arenaleiterin Lamina momentan nicht da. Die hat bestimmt von meiner starken Wenigkeit gehört und ist geflüchtet. Starken Wendigkeit, Alter. Wenigkeit, Mann. Eben kurz einmal die Pokis heilen. Ich glaube, das habe ich zwar gerade schon erst gemacht. Aber sicher ist ja sicher. Siri, hör auf wieder zu nerven. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Machen wir. So. Was haben wir denn hier noch? War ich jetzt da schon drin? Glaub nicht. Jo, hier sieht's nach Nerdhöhle aus. Moin. Hallihallo. Oh, dich kenne ich doch. Aber woher noch gleich? Ah, ich hab's. Du hast doch damals in Jubelstadt diese schrecklichen Typen abgefertigt. Nach diesem Vorfall habe ich allerlei Nachforschungen über dich angestellt. Dabei habe ich doch glatt herausgefunden, dass du mit dem berühmten Professor Eibe zu tun hast. Außerdem sollst du mühelos einen Arena-Orden nach dem anderen eingesackt haben. Also, die zwei meinst du jetzt, ja? Ich sag dir, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Sorry, ich plapper mal wieder wie ein Wasserfall. Ich bin Lana. Erinnerst du dich an mich? Ich habe dir damals die Ballkapseln gegeben. Aber eigentlich bin ich die Systemadministratorin der Boxen, die du am PC nutzen kannst. Sysadmin hier.
Gönn dir. Ich hab's direkt in ihrem Zimmerchen auch gemerkt, dass da ein bisschen der Nerd-Faktor mitschwalkte. Schwing. Die Luft war schwanger halt, ne? Wettbewerbshalle offen für alle Enthusiasten. Hallo? Oh, pardon, das tut mir wirklich leid. Bist du hier, um an Wettbewerb teilzunehmen? Viel Vergnügen. Zufällig ist auch Lamina, die Arenaleiterin von Ersthofen, eine Wettbewerbsexpertin. Vielleicht fragst du dich, wo ich das weiß? Nun ja, Lamina, das bin ich. Wenn du bist tres forte, sehr stark, dann du kannst mich herausfordern zu einem Kampf. Aber noch nicht jetzt, no. Wie no? Si. Hatte nie Französisch, ich hatte Spanisch in der Schule damals. Espanol. Wenn ich mal groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Ja, wie sie ja fast alle werden, ne? So drückst du dich halt vor der Schule, ne? Wow, du bist ein echter Pokémon-Trainer. Wenn man Pokémon um sich hat, ist man für sie verantwortlich. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Und man kann schmusen und sie streicheln und kämmen und füttern. Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon einfach daneben und hält ein Nickerchen. Du, das mache ich ähnlich mit unserem Kater, ne? Na sowas, du bist ein Trainer. Das heißt, dass du für deine Pokémon eine Art Elternersatz bist. Du weißt ja bestimmt, dass man viel Neues entdeckt, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Du kannst viel von ihnen lernen, so wie Eltern von ihren Kindern. Wie viele Kinder es hier gibt und dass sie alle gleich aussehen. Wenn ich einmal erwachsen bin, will ich Pokémon-Koordinatorin werden. Agugu! Und die sagen alle das Gleiche. Pikachu! Alter, da ist der mit der Brille. Hi. Meine Schwestern stehen immer im Mittelpunkt. Für mich interessiert sich keiner. Du versteckst dich ja auch hier hinten. Wie soll das denn dann auch gehen? Du musst schon Präsenz zeigen, ne? Sonst würde er nichts. So, mal sehen, wer sich hier wieder einen Privataufzug leisten konnte. So, mal gucken hier, ne? Hallo? Herzhofen sei kinderfreundlich, sagt man. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn in Herzhofen ist man nicht nur zu Kindern, sondern auch zu Erwachsenen Pokémon nett. Ist das so? Das ist ja schön. Meine Enkel wollen alle ein eigenes Pokémon. Das wird sicher nicht einfach werden, aber so kommt wenigstens Stimmung in die Bude, ne? Ja, sicher das, ne? Eine Welt, in der Menschen Mitgefühl zeigen und füreinander da sind, das wünsche ich mir. Was ich mir wünschen würde, ist, dass ihr eure Wohnungen mal anders einrichtet. Seht ihr das? Es ist exakt stumpf der gleiche Einrichtungsstil mit diesem einen Bett. Und jetzt sehen wir hier 1, 2, 3, 4 alte Menschen. Diese 4 alten Menschen teilen sich also dieses eine kleine Bett. Ja? Das nenne ich mal kuschelig. Oder schlafen die in Etappen? Hallo? Es ist so praktisch, keine Treppen im Haus zu haben. Wirklich viel angenehmer, sag ich dir. Außerdem können sich die kleinen Pokémon ohne Treppen deutlich freier bewegen. Die müssen nur rausfinden, wie man den Fahrstuhl öffnet, indem sie den Knopf drücken. Hier ist wieder eure Helena mit dem Wetter. Ein schwerer Schneesturm wütet am Stärkeufer. An all jene, die dem Wetter trotzen wollen, um Pokémon zu finden, schlaft auf keinen Fall in diesem Schneesturm ein. Das war's auch schon wieder vom Wetter und von mir bis zum nächsten Mal. Ringehauen. Na los. Rein in den Fahrstuhl. Rinn in den Fahrstuhl, rinn in den Fahrstuhl. Büp, büp. So, dann wären wir mit der Bude auch fertig, ganz ehrlich. War das so ein dickes Hochhaus? Ja, okay. Moin. Ich habe die TM-Stärke im Turm der Ruhenden erhalten. Dieser befindet sich auf Route 209 auf dem Weg nach Trostu. Danke für die Information. Pokémon Arena von Herzhofen, Arena-Leiterin Lamina, die betörende Tänzerin. Was setzt sie wohl ein? 30 Jahre lang habe ich vollkommen allein in den Bergen gelebt. Dabei ist mir die Idee zu einem Tanz gekommen, mit dem ich die Super-Wettbewerbsshow gewinnen werde. Aha. Du, jeder wie er das mag, ne? Darf ich jetzt gegen sie antreten? Hallo, ich bin den Blaufuchs. Guten Tag. Hey, hallo, wie läuft es denn so, Trainer? Du willst doch sicher die Arenaleiterin herausfordern, habe ich recht? Ja, das ist momentan nicht möglich, so leid es mir auch tut. Du willst wissen, warum? Ganz einfach, sie ist nicht hier.
Schau einfach später nochmal vorbei, okay? Ich warte so lange hier. Jo, das ist nett. Dankeschön. Auch eine Arenaleiterin muss mal Pause machen, ne? Erstmal was rauchen. Platz der Treue, Osttor. Geh mit deinen Pokémon spazieren. Medi. Es heißt, hinter diesem Tor befindet sich ein wahres Paradies von zahlreichen Pokémon, die ganz nach Lust und Laune herumtollen können. Nee, wo Pokémon ganz nach Lust und Laune herumtollen können. Wird nicht besser mit mir, ne? So ist jetzt das dieser Ort. Wettbewerbshalle, offen für alle Enthusiasten. Bevor wir in die Wettbewerbshalle gehen, Kapseldeko, ist soweit. Wir gucken uns das jetzt mal an. Also, los geht's. Was möchtest du tun? Sticker anbringen. Wie geht denn das? Ach du Scheiße. Wie geht denn das? Ich hätte gern diesen Loder-Sticker D. Dieser Sticker löst eine Explosion blauer Flammen aus. Sehr schön. Melodie. Dieser Sticker lässt eine goldene Violinenschüssel in der Luft kreisen. Nee. Dieser Sticker lässt pinkfarbene Blütenblätter herabrieseln. Blütenblätter. Blütenblätter. Nee, Blüten brauche ich nicht. Giftigen Nebel frei. Niedliche pinkfarbene Wirbel. Also gegen niedliche pinkfarbene Wirbel habe ich jetzt nichts, ne? So. Schwarzen Rauch aufsteigen. Setz gelbe Bändchen frei, die sich ausdehnen und herumwirbeln. Auch das nehmen wir gerne. Und dann haben wir hier. Dieser Sticker lässt kleine schwarze Herzchen. Ach, schwarz? Nee, lass mal stecken. So, danke. Was möchtest du tun? Pokémon auswählen. Da kommt mein Twilight rein. So. Okay. Dann gehen wir doch mal rein in den Boomstar. Moin. Oh, meine Heldin. Oh, hallo, mein Schatz. Was? Echt jetzt? Sag bloß, Katrin ist deine Mutter. Das hast du bestimmt gute Karten bei der Super-Wettbewerbsshow. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe mit Blaufuchs noch nie wirklich über die Super-Wettbewerbsshow gesprochen. Ich habe jetzt erst gerafft, dass das meine Mama ist. Aber ich bin ganz überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh ja, richtig. Danke nochmal wegen vorhin. Bitte nimm diese Sticker hier. Ein Zaubersticker. Bringe ihn an der Ballkapsel deines Pokémon an, wenn du an einem Wettbewerb teilnimmst. Das macht sicherlich einen tollen Eindruck. Ich bin übrigens eine Jurorin. Schau doch mal vorbei, wenn ihr nach Unterhaltung zumute ist. Und keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungswettbewerbe an. Okay, Katrin, bis später dann. Na, warst du sehr überrascht, mich hier zu sehen, Blaufuchs? Mir war langweilig, also habe ich eine kleine Abstecher nach Herzofen gemacht. Ich war übrigens nicht weniger überrascht, dich hier zu treffen, mein Kind. Du willst also bei der Superwettbewerb schon mitmachen, ja? Eigentlich nicht, bin hier nur so reingedallert, ne? Dann schmeiß dich aber bitte etwas in Schale. Wie siehst du denn aus, wenn du in deinen gewöhnlichen Alltagsklamotten neben deinem aufgebrezelten Pokémon stehst? Sieh lieber das hier an. Das passt besser. Du erhältst ein Wettbewerbsoutfit. Cool. Vertrau einfach deiner Mutter und ihrem treffsicheren Modegeschmack. Du wirst bestimmt klasse darin aussehen. Nun denn, ich wünsche dir jede Menge Spaß bei der Super-Wettbewerbsshow. Du wirst sicher ein paar weitere charmante Facetten deiner Pokémon kennenlernen. Das wird eine tolle Erfahrung für dich werden. Bis später. Hat auch irgendjemand mal bitte an die Pokémon gedacht, ob die da Bock drauf haben? Ich find's ja gruselig, ne? Ich find's echt gruselig. Hallo? Mein Freund hat dermaßen Lampenfieber, dass er sich gar nicht erst traut, an der Wettbewerbsshow teilzunehmen. Was mache ich jetzt bloß? Hey, hier ist hier so ein Clown. Bei der Superwettbewerbsshow messen sich die Teilnehmer in den folgenden drei Bereichen. Style, Tanz und Attacken. Okay. Guten Tag. Pokémon, denen man zuvor Knusper gegeben hat, schneiden beim Style besser ab. Deshalb solltest du in der Knusperei von den Experten lernen, wie man Knusper zubereitet. Ach, der Knusperei, Alter. Meine Lieben, der Hahn hat gekräht. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.